Wir beginnen jetzt mit dem Wurzelchakra. Wie Sie es feststellen können, hat sich das Milz-Pankreas-Chakra dazugesellt. Jetzt ist das Solarchakra eingeblendet worden. Jetzt kommt wieder ein Chakra dazu, das mit dem Feuerelement, das Herzchakra. Jetzt erklingt das Halschakra. Inzwischen sind wir beim sechsten Chakra, das Stirnchakra. Jetzt ganz zum Schluss kommt auch das Scheitelchakra. Das Scheitelchakra, das mit den 972 Speichen. Das Ganze wird jetzt nochmal ein bisschen stärker, das nennt man Crescendo. Und bleibt dann so ungefähr diese 16 Minuten auf diesem Niveau und geht dann wiederum beginnend mit dem Scheitelchakra in der Ausblendung nach unten zurück. Also es ist sehr, sehr wohltuend, wirklich. Ich finde kein Wort dafür außer wohltuend. Also es macht sehr ruhig, sehr gelassen, ausgeglichen und ich spüre wirklich, wie sich hier in diesem Bereich etwas tut, was sich über den ganzen Körper ausdehnt. So kann ich es eigentlich nur anschaulich darstellen. Man könnte auch sagen, dass die Chakren eigentlich auch die Elektrizität sind vom ganzen Körper. Ja, genau. Genau. Energieräder, sagt man auch. Ja. Also sehr wohltuend. Das ist empfehlenswert, wirklich auch für sich selbst mal auszuprobieren. Ich finde es auch wichtig, dass alle Chakren anschauen. Um wieder ins Lot zu kommen. Ja. Ich bleibe trotzdem noch bei der herrlichen Chakra-Musik jetzt hier bei den Klängen hier auf der Liege sitzen und kann echt nur sagen, das ist etwas, ich sage immer, man findet keine Worte dafür, jedoch dieses Fühlen und Spüren. Mein Körper, der reagiert, was auch sinnvoll ist. Ich habe es vorhin mal einmal gemacht, sich währenddessen
die Ohren zuzuhalten, dass man es von den Ohren gar nicht mehr hört. Man nimmt die Schwingung noch deutlicher wahr im Körper. Ja, also einfach so. Nimmt der Körper das noch deutlicher wahr. Ich glaube, da gibt es ja auch einen Kopfhörer für und Schallschutz oder sowas. Ja, kann man. Dass man sich aufsetzt, dann nehmen die Ohren es nicht mehr wahr und der Körper, der schwingt. Dann ist die Konzentration in sich selbst noch deutlicher. Ja, finde ich auch. Absolut. Ja, ihr seht schon, hier im Tontherapiezentrum Primosona bei Pius Vögel gibt es so viel wunderbare Energie, so viel Schwingung. Wenn du sagst doch immer so schön, was sagst du immer noch mit deinem Satz, mit der Schwingung? Alles ist Schwingung. Alles ist Schwingung. Ja. Und ganz besonders hier im Tontherapie. Und darum sind Schwingungen alles. Ganz genau. Ich finde das so wichtig. Also wie gesagt, informiert euch. Schaut euch hier immer wieder mal unsere Videos an. Und macht euch auf dem Weg nach Oberstaufen. Es ist immer wunderschön hier. Und ganz besonders hier bei Pius Vögel. Wir sagen bis später. Dankeschön.